Kollege Dr. Reinhard Brandl für die CDU-CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen in diesem Haus und in diesen Tagen oft über Flüchtlinge aus Afrika. Und wir denken dabei an diejenigen, die in Italien oder in Libyen ankommen. Im Südsudan sind im Moment 1,8 Millionen Menschen im Land auf der Flucht. 1,3 Millionen Menschen haben in der Flucht vor wenigen Jahren, in den letzten Monaten, das Land verlassen. Alleine seit Juni 400.000. Aber, meine Damen und Herren, von denen kommt keiner oder kaum einer in Libyen oder Italien an, weil ihnen schlichtweg das Geld dafür fehlt. Die Menschen fliehen in die Nachbarländer, sie fliehen nach Äthiopien, sie fliehen nach Uganda oder in den Südsudan oder in den Sudan und verschärfen dort die humanitär prekäre Situation weiter noch. Wir lesen auch kaum etwas über diese Menschen, weil es im Südsudan kaum internationale Presse gibt. Das Land ist in vielen Bereichen gar nicht oder nur schwer zugänglich. Und trotzdem, und das zeigt auch diese Debatte hier im Bundestag, vergessen wir aus Deutschland von Seiten des Bundestags, aber auch von Seiten der Bundesregierung dieses Land nicht. Und ja, Deutschland war groß daran beteiligt, dass 2011 es letztendlich eine friedliche Loslösung vom Sudan gab, dass dieser lang anhaltende Konflikt seit den 50er Jahren zwischen Afrikanern und Arabern letztendlich zu einem friedlichen Ende geführt hat. Und meine Damen und Herren, ich war ein Jahr später, im Jahr 2012, dort, und in allen Gesprächen, die ich dort geführt habe, spürte man den Stolz des Landes, der Menschen auf ihr neues Land und auf ihr neues Land, was sie erreicht haben mit dem Referendum. Und man spürte auch eine Aufbruchsstimmung, dieses Land auch mitzugestalten. Es war ein Riesenschritt vorwärts, aber seit 2013 gibt es fast nur noch Rückschritte. Es ist in dem Land und es ist der Regierung nicht gelungen, trotz der großen internationalen Hilfe, dass sie einen Mechanismus finden, mit dem sie friedlich und fair Macht und Ressourcen in dem Land verteilen. Und so ist der Konflikt zwischen Salva Kiir, dem Präsidenten, und seinem Vizepräsidenten Riek Machar zum Schluss geendet in einem neuen Bürgerkrieg zwischen Dinka und Nuer. Und dieser Bürgerkrieg, dieser Konflikt ist Fluchtursache Nummer eins. Meine Vorredner haben die Gewalt, insbesondere auch die Gewalt gegen Frauen, die in diesem Bürgerkrieg angewendet wird, auch zum Teil schon beschrieben. Ich will einen humanitären Aspekt hinzufügen. Alleine durch die Konflikthandlungen sind ungefähr 50% der Ernte ausgefallen. Die Landwirte können ihre Felder nicht mehr bestellen. Es findet kaum noch internationaler oder es findet auch kaum noch nationaler Handel statt, weil die Menschen Angst haben vor Nahrungsmitteltransporten, bei Nahrungsmitteltransporten, dass sie überfallen werden. Ein Drittel der Menschen des Südsudans leiden an Hunger. Das sind ungefähr 3,7 Millionen Menschen. Und meine Damen und Herren, das ist eine Aufgabe für die internationale Gemeinschaft. Und die internationale Gemeinschaft hat diese Aufgabe auch angenommen. Es gibt für den Südsudan ein UN-Mandat. Das gibt es in vielen anderen Konfliktregionen. Es ist über Syrien gesprochen worden. Gibt es nicht. Der Rahmen ist vorhanden. Das Problem ist nur, dass die UN und insbesondere die UN-Mission im Südsudan diesen Rahmen nicht ausfüllt und bei der Auftragserfüllung in den letzten Monaten katastrophal versagt hat. Der Schutz Zivilbevölkerung, der eigentlich an erster Stelle steht, wurde nicht erfüllt. Zum Teil haben Angehörige der UN-Mission zugesehen, wie vor ihren Augen Frauen vergewaltigt worden sind. Und damit haben sie natürlich Vertrauen verspielt vor Ort und auch in der Weltbevölkerung. Es gibt jetzt zwei Dinge, die zu tun sind. Erstens, UNMISS effizienter aufzustellen, sodass sie ihren Auftrag erfüllen kann. Schutz der Zivilbevölkerung, Stopp der Gewalt und Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen. Und das Zweite, was zu tun ist, ist, die Regierung unter Salva Kiir zu überzeugen, dass sie nur mit einem Ende der Gewalt, mit einem Unterbrechen der Gewaltspirale dafür sorgen können,
dass ihr Land wieder auf einen Pfad der Stabilisierung geht. Und Deutschland beteiligt sich daran mit den Soldatinnen und Soldaten und den Polizisten und zivilen Helfern bei UNMISS. Und das ist ein wichtiger Auftrag, weil diese Soldatinnen und Soldaten, diese Menschen, diese Polizisten sind auch Auge und Ohr vor Ort. Und sie berichten uns aus einem Land, in dem es kaum eine internationale Presse gibt, aus dem kaum ein Flüchtling ist, zu uns schafft, und sorgen auch dafür, dass wir ein eigenes Lagebild bekommen, anhand derer wir unsere Hilfe abstimmen können. Meine Damen und Herren, wir haben das Land, wir haben das Mandat von Anfang an unterstützt. Wir sollten dem auch in einer schwierigen Phase die Treue halten. Und ich bitte Sie herzlich um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Damit schließe ich.